So, und dann bin ich auch schon wieder zurück. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's 4 Black Flag. Ja, heute geht's weiter mit der nächsten Mission und die war ja auch in der letzten Folge angehalten, Folge angesetzt haben. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Ja. Nochmal synchronisieren. Und hepp. Bleib mir vom Leib. Wir sollen den Hampelmann jetzt töten. Was? Desynchronisiert? Von dem WTF? Verdammt. Das lief schon mal. Nicht ganz optimal, sagen wir es mal so. So, muss ich schon mal synchronisieren? What the fuck? Ach so, ich muss da wieder ran. Ach ja, da stand was von verringern und nicht wegbleiben. Und tschüss. Das ging dann doch irgendwann schnell. Mr. Duncan Walpole. Ich nehme euer großzügiges Angebot an und erwarte eure Ankunft mit Spannung. So ihr tatsächlich in Besitz der gewünschten Informationen seid, werden wir euch großzügig belohnen. Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist, werde ich, glaube ich, das Kostüm wiedererkennen, für das euer geheimer Orden so berühmt ist. Also kommt zügig nach Havanna. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Suma su humilde servidor el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, holen wir eure Belohnung. Ein neues Missionsziel, den Weg nach Havanna finden. Für die Leute, die nicht wissen, was wo Havanna ist, es ist in Kuba übrigens. Aber... heutige Zeit.
Was hat er gesagt? 17:15 spielen wir? Frage ist, wir müssen ja in die Richtung da hinten. Das heißt, wir müssten. Nach der kleinen Schwimmeinheit hier. Würde ich fast auf drum wetten, dass wir hier lang müssen, oder? Kamen wir da nicht da gerade, oder? Verdammt. Das war nicht der richtige. Dann magst du, kannst du, magst du, willst du da nicht irgendwann mal festhalten, Herr Kollege? Und Hepp, komm hoch. Da können wir schon in die Richtung gehen. Oder? Müssen offiziell irgendwo. Entschuldigung. Ist ja eigentlich nicht immer gesagt, dass es der direkte Weg ist. Also wäre es wahrscheinlich so einfacher, dass wir hier lang gehen. Ja, das ist nämlich so ein bisschen an Uncharted. Wie über Uncharted schattet heute Abend noch. Da kann man auch mal drauf freuen. The Lost Legacy, also Teil 5 ist es dann quasi. Oder so ähnlich halt. Und klatsch. Dann häuten wir uns das ganze Ding mal. Na, ein bisschen Nahrung. Wir haben ein bisschen Haut und wir haben ein bisschen Knochen. Okay. Na, was, wenn das ganz gut ist. Das ist dieses Totem. Vorgehobenen Objekten. Ah, verstehe. Ja. Spontan würde ich sagen, was ist dieser Weg hier? Kleines Rätsel nebenbei. So. Lauter Wildschweinchen, ne? Aber der wollte einen anderen Punkt haben, glaube ich. Sehr verleiten lassen. Da wollte man nicht hin. Graben.
Meierstein. Meierstein weg. Ja. Da willst du dich hin, oder was? Da wollten wir da mal was. Was haben wir denn gekriegt? Geld und Smaragde. Ja. Gut. Ich weiß jetzt nicht genau, was die exakte Einheit für von denen hier ist. So, wo müssen wir denn überhaupt lang? Müssen wir da hoch oder so? Kann das sein? Oh, nice, ein Regenbogen. Seht ihr das? Sehr geil. Ich glaube, wir laufen jetzt gerade der Fallfahrt in die falsche Richtung, aber... Wie gesagt, wer sagt denn, dass Wege immer direkt sein müssen? Aber wenn sich hier über Uncharted nie, sind sie hier wahrscheinlich genauso wenig. Wie gesagt, das ist der erste Assassin's Creed Teil, den ich mal spiele, wo ich einfach mal gesagt habe, da habe ich einfach mal gerade ein bisschen drauf. So, dann holen wir uns das noch hier. Sache, wenn ich die Möglichkeit habe, ein bisschen Schätze zu erbeuten, dann tue ich das auch. Ich suche nicht explizit nach den Schätzen jetzt die ganze Zeit. Also, wie gesagt, bitte, bitte seht mir das auch nach, dass ich mal wahrscheinlich der Story wegen an irgendwelchen Orten oder an Schätzen oder sonst irgendwas vorbeigehe. So. Okay. Boah. Da ist nämlich auch noch einer. Aber wie. Das war jetzt ein Zufall. Ja, Ringe. Weiter? Oder geht's? Ist das Zufall jetzt gerade gewesen, ist der Weg da raus? Kann ich überhaupt da hochklettern? Komme ich da hin irgendwie in die Höhle mitten? Verdammt. Oder? Er will's nicht, ne? Ist jetzt irgendwie eine Möglichkeit. WTF? Häng ich jetzt schon wieder an dem scheiß Weg fest oder was? An dem Weg. Ja. Wer sagte, dass wir immer einfach sein müssen, aber. Hoch. Verdammt. Von dahin komme ich ja, ne? Oder? Ja, das war die Brücke, wo ich eben rüber bin. Ja, komm, liebe Leute, dann nehmen wir den Schatz da hinten auch noch mit. Kurz. Oder? Frage ist, das ganze Ding hier noch hinführt. Das ist ja die dicke, dicke Frage hier, gerade bei mir, euch wahrscheinlich genauso wenig. Da die letzte Folge ein bisschen was länger war, ich dachte ja so zwischen 15 und 20 Minuten, das sollte eigentlich funktionieren, mache ich nämlich jetzt schon hier den Folgenbreak. Und guck, dass ich in den nächsten Tagen, oder jetzt heute oder morgen noch, halt, wie gesagt, den Weg rausfinde, zumindest in die Richtung. Plan natürlich würde ich mir jetzt ganz gerne arbeiten. Ich habe nur gerade null Plan, wie gesagt, der Weg sagt halt da hinten lang. Oder? Ich kann hier nicht klettern, oder? Frage ist, ob man halt immer noch Werkzeug hier bekommen. Da hinten ist ja. Oh, das war ja der Schatz, den wir da ja
Keine Schätzelchen, was wir da jetzt gefunden haben. Ein geheimer Gang in dem Wasserfall. Oh, schön, das wäre zu einfach gewesen. Aber wie gesagt, wir haben ein bisschen was getan heute. Wie gesagt, das sind meistens nochmal so kleine Kurzfolgen. Müssen wir mal gucken, wie wir weitermachen in der nächsten Folge. Wir sehen uns dann in der morgigen Folge wieder bei Let's Play Assassin's Creed Black Flag. Vierter Teil. Ja, ich hoffe, ihr lasst ein Like da. Daumen hoch. Euch, oder die Leute, die noch nicht abonniert haben, dann abonniert. Falls ihr mehr sehen wollt. Falls nicht. Nicht mein Problem. Ich mach's trotzdem weiter. Ich mach's auf meine Art und Weise. Der eine mag's, der andere nicht. Naja. Wir hören voneinander. Bis dahin und auf Wiedersehen.